Gunther und ich sitzen hier am Vorabend des Beginns der 11. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich ihr raus auf RTL. Du bist letztes Jahr dort gewesen im Dschungelcamp und bist nach 5 Tagen freiwillig ausgeschieden. Was ist passiert? Ja, es war, als wenn man Messer in Reifen gestochen hätte. Die Luft war plötzlich raus. Man hat bis heute noch nicht rausgefunden, was wirklich passiert ist. Man vermutet aber, und ich übrigens auch, dass es der Biss einer Schlange war, den ich aber nicht mitgekriegt habe, komischerweise. Es gibt ja nicht nur so Riesenschlangen, sondern die kleinen sind besonders gefährlich. Wir haben ja, also viele denken ja immer, der Dschungel ist fake, ja, das ist nur gemacht. Nicht ein Studio in Köln. Es ist unglaublich. Also ich bin trotzdem sehr froh, dass ich das mitgemacht habe. Auf jeden Fall nach 5 Tagen merkte ich, ich gehe kaputt. Ja, und dann habe ich gesagt, aus. Weil mein Leben mir letztendlich wichtig ist. Aber wieso bin ich überhaupt in diese Scheißsendung reingegangen? Ne? Ja, das ist eine gute Frage, erklären Sie. Ja, also meine Kinder haben gesagt, du bist der bekloppteste Daddy, den es gibt. Ja? Meine Freundin hat sich erstmal 14 Tage entsagt in ihrem Schlafzimmer. Nein! Ja, die war so, was bist du vom Blödmann, du wolltest doch absagen. Aber wir haben die Gagen so weit hochgetrieben, ich habe nicht geglaubt, dass die da mitmachen. Dass sie dir das zahlen. Was? Dass sie dir das zahlen, das Geld. Ja. Schön blöd. Aber ich habe gesagt, ich gehe in den Dschungel nur umsonst. Das Geld will ich nicht haben, weil viele Leute denken, die gehen dahin, weil die pleite sind. Nein, ich wollte das auch nicht. Sondern ich habe vertraglich das so gemacht, dass das Geld komplett an meine Kinder kommt. Die natürlich, als das Geld auf dem Konto hatten, ganz anders geredet haben. Erstaunlich. Ja, ist das nicht, aber war ja sowieso klar. Ne? Ja. Aber es ist unglaublich, ne? Wir haben auch abgemacht, dass selbst wenn ich nach der ersten Nacht schon das Handtuch werfe, kriege ich die Kohle trotzdem, 300.000. Ja. 300.000 für 10 Tage. War kein schlechtes Geld, ne? Nein, ja. Das muss man sagen. Muss aber man sich leisten können. Bitte? Muss man sich leisten können als Sender. Ne? Ja. RTL kann's. Haben denn die anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit dir waren, dir irgendwie geholfen? Also als sie merkten, es geht dir irgendwie schlechter, man hat das ja, wenn man das verfolgt hat, auch mitbekommen, waren die eine Stütze oder eine Hilfe? Also die einzige, also die ich wirklich dufte fand, das war natürlich diese Birgit Nielsen, ne? Ja, mit dem Sylvester Stallone, die war auch großartige Frau, ja, muss ich sagen, ne? Und auch diese Wöllersheim mit ihren dicken Titten, ja. Also nur deswegen oder weil sie auch nett war? Bitte? Nur deswegen, weil sie... Nein, ich hasse große Brüste. Ne? Ach so. Okay. Ja. Also die war einfach auch nett und sympathisch. Ja, sie war auch, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Grips und so sympathisch ist, ne? Aber damit kommt man auch, Jenny Elvers. Also ich komme mit Frauen sowieso immer sehr gut klar, weil ich Frauen ja für die beste Schöpfung der Welt überhaupt halte, ne? Das steht ganz oben. Und das, aber ich meine das nicht im Sinne von Peter Alexander, der immer so, ja, das ist so wunderbar, das ist so eine Frau. Nein, ich bin wirklich der Meinung und ich finde es schrecklich, dass es Völker gibt, die ihren Frauen dann Sack über den Kopf stülpen und hier oben Schlitz Burka, dabei sitzt der Schlitz deiner Frau doch ganz anders. So, ne? Gunther, wir müssen nochmal auf das Dschungelcamp zu sprechen kommen, weil du gerade von Schlitzen gesprochen hast und ist zwar überhaupt keine Überleitung, aber ich muss es ja irgendwie hinkriegen. Da sind ja Kameras überall. Ja. Im Dschungelcamp. Wir sind übrigens nochmal beim Dschungelcamp. Ja. Da sind ja überall Kameras. Wann vergisst man die? Als hab ich sofort. Selbst am ersten Tag, als wir vorgestellt wurden von der Kamera, da hab's ja an der Prostata. Ja? Das heißt also, ich bin jetzt ja 75 Jahre alt. Die Weiber haben ja keine Prostata. Die haben vielleicht verstopfte Gebärmutter oder sowas, aber ich habe eine Prostata. Das heißt also, bei dem ersten Pressemeeting im Hafen noch, ne, von da an der Gold Coast, da musste ich unbedingt schiffen. Aber es war keine Toilette da. Und da habe ich mich einfach an die Kaimauer gestellt, wie ich das auch in Harburg mache von meinem Hausboot. Darum habe ich ja ein Hausboot, dass ich mit dem Stehen schiffen kann. Ja, ne? Reinpingeln. Und da haben die Kameras einfach draufgehalten. Und da sagen die Pols, guck mal, dieser Arschloch Gabriel, schifft da einfach in den Hafenbecken rein. Ne? Ja, was soll ich tun? Soll ich es am Bein runterlaufen lassen oder was?
Du hast und das war übrigens auch das Problem im Dschungel selber, dass ich nachts 10-mal raus musste, immer zu dieser Toilette. So die ja irgendwo hinten oben ist oder so, ne? Ja, da muss man, im Dschungel. Man muss im in Begleitung gehen, ne? Immer mit Begleitung, dass man da den Abhang nicht runter... Und vor allen Dingen 10-mal, die Toilette war 300 Meter entfernt, 300 Meter hin, 300 Meter zurück, 600 Meter mal 10, 6 Kilometer jede Nacht. Ja, it's a long way, it's a long way to the top. Ja. Sag mal. Nein, aber du lachst jetzt, ich lache jetzt natürlich auch. Ja. Aber diejenigen, die mich begleiten mussten, die sind bald bekloppt geworden. Du hast, glaube ich, zu einem immer Gorilla gesagt oder so, ne? Klar, war das zu Ricky oder so. Ja, aber auch was viele nicht denken, die sagen, ja, das ist doch heiß in Australien, stimmt alles gar nicht. Ne? Es war ganz angenehm, ja. Und dann auch nachts die Grillen. Die Grillen waren so laut, wie 10 Orchester von James Last zusammengenommen. Also ganz laut. Und dann die Vögel dazwischen. Ich habe solche Vögel noch nie gehört, zum Beispiel so. Pass auf. Und dann die anderen. Und dann wieder. Und dann die Affen. Die ganze Nacht. Die und ganze dann Nacht. Musstest du pissen. Und dann immer noch pissen. Ja. Ja. Also, konnte kein Mensch schlafen. Ja. Und irgendwann war ich erledigt. Ja. Ich allein schon ja, von den Erzählungen. Aber. Bin jetzt schon fertig. Aber ich sag dir trotzdem, ich habe schon nach der ersten Nacht erlebt, weil wir leben ja in einer Hochzivilisation, wobei wir nicht mal das richtig wahrnehmen. Aber wenn du dann nachts in der Kälte im Schlafsack und hinter der krabbeln die Skorpione rum und so weiter und diese hohen Palmen und diese Stimmung, und da sagst du, man braucht doch so wenig zum Leben. Trinken, essen, schlafen und dies B davor. Ne? Hm. Und mehr brauchst du nicht. Kein 911er Porsche, keine große Wohnung am Eppendorfer Damm oder so. Ne? Das brauchst du, die ganze Scheiße brauchst du nicht. Und das ist der Reichtum, den ich mitgenommen habe aus Australien. Und zum Beispiel auch der Strand, den ich gesehen habe. Ein großartiger Strand, wunderbarer Sand, wunderbare Brandung. Kein Mensch im Wasser. Warum nicht? Haifische. Ja. Auch Haifische. Ja. Da hast du so ein reiches Land, können die Arschlöcher mit ihrem Arsch nicht ins Wasser gehen, weil die Haifische warten nur, warte, wir beißen dir gleich deinen Kotflügel ab. Ja? Das ist doch pervers. Ja? Da leben die in einem Paradies und kein Mensch kann ins Wasser gehen. Ja? 11 neue Promis werden ab morgen wieder im Paradies wohnen. Wirst du es verfolgen? Bitte? Wirst du es am Tele... Nein. Interessiert dich gar das nicht. Das habe ich früher nicht interessiert und jetzt erst recht nicht, ne? Ist ja klar. Also es ist ja zum Beispiel auch Fräulein Menke, eine Sängerkollegin von dir reingegangen, die hat gesagt, sie hat Geldprobleme, geht's ins Dschungelcamp und so. Also interessiert dich nicht, wer es wird und wer jetzt Nachfolger wird. Das lese ich ja alles in der Bildzeitung. Ja. Kadalot finde ich dufte, ist eine geile Alte. Lass mich überlegen, warum. Warum findest du Kadalot gut? Ich war mit ihr... In dieser Show auf der Alm. Ah. Und da habe ich gemerkt, dass er eine liebenswerte Frau ist. Eine wirklich liebenswerte Frau, die nicht den richtigen Lover hat. Das ist natürlich klar. Die hat, das ist ja sowieso, die Frauen, die sind doch, wenn die nicht den richtigen Liebhaber. Guck mal, ich habe 3 Töchter. Das Entscheidende ist, dass ich morgens immer frage, habt ihr Erfolg im Beruf und habt ihr einen guten Stecher? Das ist entscheidend. Also, Erfolg im Beruf und Liebe. Liebe ist das Entscheidende. Ich sage, Love and Peace. Love and Peace. Und das ist jetzt wirklich ein Song von mir, den ich jetzt gerade schreibe. Love and Peace macht das Leben erst süß. Alles andere ist für Schrott. Ich glaube, dem gibt es nichts hinzuverfügen. Nee, die gibt's nicht. Nee, die sind Kleiner alle so. Love and Peace. Ja. Das ist so. Gunter, dem gibt's nichts hinzuzufügen. Einige werden ab morgen das Dschungelcamp gucken. Du warst live dabei. Du hast uns gerade gesagt, es ist kein Fake, man kann es gucken. Ja. Es ist saugefährlich. Es ist sehr saugefährlich, ja. Und du hast es überlebt. Und du wirst auch diese Talkshow überleben, Gunter. Das verspreche ich dir. Und vielleicht... Aber eins finde ich scheiße. Was denn? Dass du keine Frau bist. Du bist so sympathisch. Oh. Vielleicht ist das Dschungelcamp ja was für die Jungs, für Astrid. Ich brauche ein Wasser, Leute. Ich brauche ein Wasser.